Und ich war gerade 11 Tage da im Braunlager. Da wurde ich rausgerufen an die Grenze. Da war eine Minenexplosion gewesen. Und immer wenn eine Mine explodierte oder es fielen Schüsse, dann wurde versucht, den Grund aufzuklären. Es hätten ja Personen dabei beteiligt sein können. Bin also rausgefahren an den Ort, wo das war. Und dann sah ich im Minenzaun einen menschlichen Körper, der brannte. Können Sie sich das vorstellen, nicht? Und stundenlang hat man den da liegen lassen und gewartet, bis es dunkel war. Und dann hat man den Körper mit so Stangen, mit Widerhaken rausgezogen und abtransportiert. Können Sie sich vorstellen, ich habe tagelang nicht richtig schlafen können. Ich habe immer vor Augen, da ein menschlicher Körper, der brennt. Es war kein Leben mehr drin. Und Wochen später haben wir in Erfahrung gebracht, es handelte sich um einen 16-jährigen Jungen, der aus Elbingerode im Harz, der versucht hatte, zu fliehen und dabei zu Tode gekommen war. Die Eltern, das haben wir da später auch erfahren, denen hat man nicht die Möglichkeit gegeben, den Jungen noch mal zu sehen, denn hätten wir festgestellt, durch Brandwunden, ich muss wohl ganz entstellt gewesen sein. Nicht? Das war also für mich ein furchtbares Erlebnis. Und im Laufe von 1967 wurden, nachdem ja in 1961 die DDR-Regierung den Mauerbau beschlossen hatten, auch die Sperranlagen an der innerdeutschen Grenze stark ausgebaut. Minen verlegt, Metallgitterzaun gesetzt. Und dann wurden die Grenzsäulen aufgestellt. Ja, das war insofern für mich und auch für jeden, der dabei war, fantastisch, weil die Personen, die dort auf der anderen Seite arbeiteten, unmittelbar an der Grenze tätig waren. Man stand also quasi Fuß bei Fuß, als sie diese Säulen gesetzt haben. Und im Bereich Wurmberg, Brocken, weil das Gebiet da sehr schwierig war und mit Fahrzeugen nicht immer zu befahren war, hat man dort ein Pferd eingesetzt, einen Spezialschlitten gebaut und da lag die Grenzsäule drauf, die wog immerhin so etwa 400 Kilo. Das alles zu erleben, ich habe das also dokumentiert, wo es irgendwie ging. Ich hatte immer eine Kamera dabei oder meistens. Ich fiel ohnehin zu Anfangs auf, als ich an die Grenze kam. Ich kam von der holländischen Grenze. Da trugen wir die Tellermütze mit Silberkordel und so weiter. Und an der innerdeutschen Grenze wurde überwiegend die Baschlikmütze getragen, nicht? Außerdem hatte ich ein Fotoapparat dabei und ich fuhr auch ab und zu mit meinem privateigenen Fahrzeug, das hatte die Möglichkeit, den zu benutzen. Der hatte so eine tomatenrote Farbe mit elfenbeinfarbenem Dach. Fiel also auf, wenn ich mich an der Grenze bewegte. Und eines Tages kam über Funk von DDR-Seite bei unserer Funkleitstelle die Mitteilung, ja, Ihr Vertreter, der hat einen Unfall gehabt, der liegt vor Braunlage im Straßengraben mit seinem Auto. Nicht? Ich war aber vor Ort, habe schnell meine Frau angerufen. Nicht? Ich sage, sag mal, was ist mit dem Auto? Bist du verunglückt? Nö. Das Auto steht doch da.
stellte sich heraus, war es ein Opel Rekord gewesen, der die gleiche Farbe hatte. Nicht? Aber interessant in dem Zusammenhang, wie das da hingekommen ist, vom Brockenhaus wurde ja alles abgehorcht, nicht nur unsere Gespräche, sondern Kilometer weit rein, zig Kilometer, hunderte von Kilometer rein, die haben ja alles mitgehört vom Brockenhaus. Ja, also insofern, ich fiel also auf und aber ich habe gesagt, ich versuche für persönliche Erinnerungen alles Mögliche zu dokumentieren.